Ja, hallo Leute und willkommen zu Assassin's Creed 2. Ich fange gleich nochmal normal an mit dem Part, aber aufgrund von technischen Problemen musste ich die Datei jetzt konvertieren. Und da ich nicht die Vollversion von dem Konverter habe, ist da ja jetzt leider das Wasserzeichen drin. Ich hoffe, es stört nicht allzu sehr, dafür funktioniert die Datei wenigstens vernünftig. Ja, ich habe versucht, das irgendwie anders zu machen, aber es hat nicht funktioniert, also. Ja. Was soll ich großartig noch dazu sagen? Also, ja. Genau. Viel Spaß mit dem Video und das tut mir leid, das wird auch im nächsten Part nicht wieder da sein. Leute, und willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Willkommen zurück. Ganz lange her, dass ich AC2 aufgenommen habe. Genau. Ich glaube, ich nehme jetzt nur ein, zwei Parts auf heute. Ja, denn ich habe nicht mehr so viel Parts in Reserve, deswegen habe ich gesagt, gut, nehme ich jetzt halt das dritte Projekt, das gerade läuft, wieder auf. Ja, Rumhang ist das Gebiet nicht wirksam. Was habe ich denn? Ich glaube, ich habe gerade die Misaglias Rüstung aktiv, wenn ich mich nicht irre. Da ist ein Templer-Versteck. Machen wir erstmal das hier. Ja, machen wir erstmal das Templer-Versteck und dann. Misaglias Rüstung habe ich gerade aktiv. Da ist eine Truhe. Hi. Da ist ein Schmied. Zack. Lalalala. Zack, reparieren. Genau, muss ständig repariert werden. Rüstung. Ah, verdammt, da muss ich zurück nach Dings, um eine andere Ausrüstung zu kaufen. Kaufen wir erstmal den ganzen Käse hier. Der Vollständigkeit halber. Haben wir ja alles. Genau, hier alles bereits im Besitz. Kleine Waffen. Wenn wir sowieso zurück müssen. Dafür in Villa Auditore freigeschaltet, genau. Genau, wir haben unter die Junis werden noch weiter gesteigert. Nicht, dass wir das Geld noch bräuchten. Montrigioni Villa. Willkommen zurück. Lang ist es her. Ich habe eigentlich absolut keine Ahnung. Boah, guckt euch mal, das sieht. Also dafür, dass das Spiel jetzt schon wirklich steinalt ist, sieht die Variante hier ziemlich super aus. Ja. Apothekenbedarf auch voll. Dann nächstes Mal, Signore. Kommt, Freunde! So. Beutel habe ich auch schon alle. Ich bin hier, solltet ihr doch meine Kleiner Farm. Saluti. Ah, genau, habe ich A gehabt, weil ich diesen Bonus-Skin haben wollte.
So, hast du irgendwas im Angebot, was ich noch nicht habe? Nee. Ich habe meistens offen, solltet ihr eure Nee. Meinung ändern. Fantastische Metallarbeit. Ich habe schon alles gekauft, was du im Angebot hast, außer diesen Auffüll-Items. Ich war mir sicher, dass ich habe, was ihr Genau. sucht. So. Wir haben noch 8000 Florin oder sowas. Das ist natürlich 52.000. Ah, muss erstmal mit. So, hier. Kodexwand. Uns fehlen noch vier Seiten. Boah. Ich glaube, wir kriegen sogar noch vom Spiel aus. Kriegen wir, glaube ich, sogar noch eine Kodex-Seite. Ich glaube, mich recht zu erinnern, dass wir noch eine Kodex-Seite vom Spiel aus, also von der Story bekommen. Oh, schon wieder Geld in der Truhe unten. Müssen sowieso nach unten. Noch mehr unter die Junis Wert gesteigert. 13 von 100 Federn, jawohl. 74.000 Florin. Wir sind wieder steinreich. Genau. Waffenkammer, so. Ich sehe nicht Altairs Schwert. Hier war das Ausrüsten tatsächlich noch Altairs Schwert. Zack, so. Das wurde jetzt erstmal ausgerüstet. Klammer von Dolch. Stilettmesser. Winterhänder Kestus. Messer des Sultans plus 4. Fleischermesser hätten wir plus 5. Gegerbte Ochsenzunge ist ja wohl plus 7. Das ist ja wohl das Richtige. Rüstung. Alter, hier ist legendäre Rüstung, genau. Alter, hier ist Rüstung. Ja. Genau, Alter, hier ist Rüstung, kann man nämlich nur vollständig anziehen. So, fehlt hier noch ein Modell? Ich glaube, hier fehlt noch ein Modell, aber ansonsten. Zack, so, jetzt haben wir wieder die ultimative Ausrüstung. So. Zack, nicht, dass der Wert von Monterey Juni sowieso schon so top-notch ist. Huch. Installieren von Gerätetreiber-Software. Was ist denn jetzt los? Okay. Zeigt mir scheinbar nur vom anderen Bildschirm an. Na gut. Dann. Venedig. Rialto-Brücke. Oh, ich freue mich schon auf Brotherhood. Ah. In Brotherhood gibt es nämlich einen bestimmten Punkt, den würde ich mir gerne angucken. Ja, warte. Es geht als heilige Bürgerpflicht, ach du Nach dem Jemine. Tod des portugiesischen Botschafters erinnert der Rat alle Bürger daran, Zack. keine Fische. Venedig. Aussichtspunkt. Erinnerungsanfang. Es gilt als heilige Templer versteckt, dann gehen wir da erstmal zu dem Aussichtspunkt und dann holen wir uns den ganzen Rest, der da in der Nähe ist. San Giacomo degli Alpi. Mein Italienisch ist scheußlich, ich weiß.
Hallo, du sollst da runterspringen. Danke. Ich weiß, hier kann man noch keinen Todessprung ins Wasser ausführen. Deswegen diese komische Sprunganimation. Ich hoffe, es wird tatsächlich... Also, das Remastered hier, das ist ja echt super. Aber ich hoffe, dass es einen Remake geben wird. Zumindest von AC1, oder? Was ich persönlich noch viel schöner fände. Wenn es einen Remake von AC3 gäbe. Beziehungsweise ja auch von AC1. Von AC3, obwohl ich das für die Wii U habe. Einfach weil die... Dass man da... Da hat man ja schon zum ersten Mal sozusagen den Bogen. Und man hat dieses ganze... Indianer-Feeling und so. Aber die Engine war halt einfach damals noch nicht ausgereift. Ja, also es war damals tatsächlich noch so. Es gab einfach viel zu viele Kinderkrankheiten bei der noch nicht voll ausgereiften Engine. Ist ja eine neue Engine, nicht die, auf der hier die anderen AC-Teile laufen. Ja, also. Wenn ich mich nicht irre, ist es die gleiche Engine, die auch AC4 und AC Rogue haben, aber ich leg mich da jetzt nicht fest. Auf jeden Fall sind die Spiele sich sehr ähnlich, deswegen. Todessprung. Und eine Codex-Seite. Hey. Aber ich bin nicht krank. Ja. Ja. Morgen wird auch super Tag. Morgen ist die Konfirmation meiner Schwester. Ist natürlich super aus meinen Augen. Der natürlich super viel von Religion hält. Ja, ich weiß, ich offende damit ganz viele, aber ich halte Religion oder die meisten Religionen für ziemlichen Bullshit. Denn man lernt in der Schule zwar nicht viel Sinnvolles, aber man lernt, dass Religion Schwachfug ist. Und, also, oder man lernt zumindest, dass große Teile der Sachen, die in Religion sind, ziemlich wenig Sinn machen. Vielleicht habe ich auch nur einfach zu viel Bones geguckt. Und deswegen, für diejenigen, die Bones nicht kennen, der Hauptcharakter ist hier. Gott, jetzt Dr. Temperance Brennan, Spitzname Bones, und sie ist eine sehr rationale forensische Anthropologin, die absolut nichts von Religion hält. Ja, vielleicht habe ich in letzter Zeit auch tatsächlich nur zu viel Bones geguckt, aber... Aber ich kann halt dieses heuchlerische Gehabe der meisten Pfarrer oder Priester oder wie auch immer man die nennen will. Ihr wisst vermutlich, was ich meine. Ach, die meisten sind so heuchlerisch und erzählen halt so einen Blödsinn. Ach, kommt schon, also. Beutel. Ja, genau, ich habe nicht andere Farben. Beutel. Zack, zack, zack. Zack. Ja, der Händler, der da los ist, jetzt schon irgendwie zum 50. Mal runtergegangen. Gut. Ah, auch so eine kleine Kinderkrankheit, die AC2 hatte. Zu wenig Sprüche von diesen komischen Sprücheklopfern. Ich meine, wenn man schon so eine Sprücheklopfer einbaut, dann sollte man denen auch ein paar hundert Sprüche einprogrammieren. Und nicht nur irgendwie so 20.
das spielt ja über mehrere Jahre hinweg und kann ja nicht irgendwie 50 Mal, wie gesagt, der Händler Daedalus kann irgendwie 50 Mal untergehen. Kann ja nur einmal sterben. Ist ja kein Vorläufer. So, und du verteilst mich hier nicht von meinen Dächern, ja? Ich bin Ezio Auditore, mir gehören alle Dächer von fucking Italien. Ja, und jetzt verpiss dich. Tschüss! Meine Dächer. Ich hoffe, ich habe mich klar und deutlich ausgedrückt. Oh, noch ein Teil der Wahrheit, die ich noch nicht entdeckt habe, ist Gulo Grande di San Marco. Außerdem freue ich mich schon, wenn AC12 weiß auf AC4. Gott, ich habe da ja mal mit dem AP angefangen, aber das war die PC-Version. Die lief nicht so schön. Ja. Cool. Synaps. Datei freigegeben. All die Schmerzen der Zeit. Medizinarchiv auf Datei zugreifen. Das tut zu weh. Zugriff verweigert, ja. Wie ich ein Messer hebe. Ach du Jemini. Oh Gott, nicht schon wieder sowas. Okay, gut, ich hab ein Weinglas. Weinglas ist. Weinglas plus 2 plus 6 plus 2 plus 1 plus 5 plus 3 plus 5 plus 6 plus 4. Okay, das muss ich mal aufschreiben. Zack, wo ist denn mein schönes? Hilfe, ich habe keine Ahnung, wo muss mir Notizen machen? Spielbuch, da steht doch garantiert schon ein Haufen Klumps zu AC2, oder? Nein, das sind Breath of the Wild. Das ist Breath of the Wild. Das ist eine Nuzlocke, die ich mal gemacht habe. The Witcher 3. Skyrim, Life is Strange, Anno, Dragon Age, SWTOR, KOTOR 2, hier. Hab kein AC2 da in dem Buch tatsächlich. Zack, so, C2, Datei Synapsen. Synapsen, okay. Vodka Martini plus 2, 6, 2, 1, 5, 3, 5, 6, 4, okay. Dann sind das ab hier 10. Okay, ich habe eine 34. Steht irgendwo, okay. Nee. Doch. Oh Gott. Steht
das irgendwo? Nee, das steht nicht irgendwo. Cool. Komm es jetzt einfach mal so hin. Nochmal, da ist eine 5 und so ein Wodka-Glas falsch rum. Ich kann es nicht zeigen, das ist voll nervig. Ich meine, 34 kann ja das. Wenn 5 so ein Wodka-Glas ist, dann kommt da vielleicht 39 bei raus. Aber das ist ja nicht hilfreich. Das ist ja absolut nicht hilfreich. Gott. Nein, das geht schon mal nicht. Zack, 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 zack. Ich will nicht schon wieder ewig dran rumrätseln. Hinweis. Wow, das ist schwer. Diese Zahlen auf dem Bildschirm, die Mücken, das sind sumerische Zahlen. Diese baumförmigen Einsen und die seitlichen V sind denen. Wie lange hängen die Zahlen den sumerischen Zahlen zusammen? Ah. Das sind 10. Okay, da kommt ein 39 raus. Da kommt ein 39 raus. Also suchen wir das sumerische 39. Also 39 habe ich bisher noch nicht gesehen, aber ich habe schon 34 gesehen. Nee. Ich glaube, das sind 35. Okay, aber dann ist das ja 3. Okay, warte mal. Vielleicht ist das dann ja. Das ist 6 und 0 ist. Gibt's 0? Ich sehe keine 0, schade. Okay. Weil das Ding hier 5 ist, so. So, das Ding ist 5. Nein, das Ding ist dann eine sumerische 1, okay. Heißt, das sind 35? Okay. Also, ich kann es nicht zeigen, das ist voll ärgerlich. Das linke rote Bild mit den ganzen Zahlen, das sind 35. Was auch immer das heißt. Das sind 35, so. Ich wähle einfach mal 35 hier auf. Haben wir hier 35 auf dem Rad? Haben wir. Die Frage ist jetzt nur, welche Zahl ist 35? Ich probiere es mal mit der 5, weil die da so offensichtlich ist. Heißt also, 6 ist sumerisch 1, 0 ist sumerisch 12, oh Gott. Sumerisch 12 und 3 ist sumerisch 25, okay. Oh, verdammt. Vielleicht heißt das auch, dass das 6... Das 6, das sumerische 35 ist. Keine Ahnung, ich gucke einfach mal. Sumerisch 35. Hier. Heißt nur das sumerisch 11. Oh Gott. Ich hasse diese Rätsel, ehrlich.
hier ist. Huch. Das, wie wird denn das Code-Rad gedreht, ey? Falsch rum, aha. Das ist sehr schön. Dann wären wir wieder genau bei dem gleichen. Okay, das ist auch Blödsinn. Wow, das ist schwer. Diese Zahlen auf dem Bildschirm, die müssen einen Grund haben. Okay, ich weiß nicht, ob es hilft, aber ich kenne die Symbole an dem Rad. Das sind sumerische Zahlen. Diese baumförmigen sind Einsen und die seitlichen Vs sind Zehner. Vielleicht hängen die Zahlen mit den sumerischen Zahlen zusammen. Mann. Die 5 und die andere versteckte 1, die müssen ja noch irgendeine Bedeutung haben. Gott. Was müssen die geraucht haben, die das sich ausgedacht haben? Die müssen ja irgendeine Bedeutung haben. Okay, jetzt auf dem einen Bild kommt 35 raus. Das haben wir schon mal rausgefunden. Gott. Hier, warte mal. Ich habe jetzt keine Lust mehr zu rätseln. Ehrlich, ich will euch das noch in diesem Part zeigen. So. So, wozu habe ich schließlich mein Handy? Zack. Muss ich nur wieder das richtige wählen? Hören aus wie ein Gott ist das. Ja, bist im falschen WLAN-Signal wieder eingeloggt. Ja, das heißt, ich mit dem Dachgeschoss verbinden, nicht mit dem Erdgeschoss. Los, mach, danke. Los. Das ist ja 35, daran steht ja... Mann. Was? Nein, du sollst schon danach suchen. Mann, was ist denn los mit dir, Handy, ey? Also heißt das, wenn das, wenn 6, 3, 1 sind, zack, dann stimmt das ja, wie ich das hatte, aber wieso stimmen dann die hier nicht, okay? Nein, 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 da. Du, nee. Nee, nicht 14. Nein, ich will meinen Computer nicht neu starten. Nerv nicht. Ja.
Organisation gegen die Splitter. Ihr hat ihre Macht gekostet. Aber was war die Splitter? Warum funktionieren sie so gut? Als wäre unser Verstand für sie gemacht. Gemacht, um zu Okay. Muss ich aufschreiben. Okay, wie gesagt, so wie immer, durchlesen, Pause drücken, durchlesen, zack, so, hepp, weiter, oh Gott, das Bild, okay, mache ich gleich, jetzt schreibe ich mir das mal auf. Immer noch keinen Sinn, obwohl uns nur noch zwei von den Dingern fehlen. So, was zum Henker ist schon wieder mit meinem Kabel. So, zack. Uhu, wir haben es geschafft. Hier, komm her. Zack, down. Wo ist noch den Aussichtspunkt und dann wende ich den Bart. Karte aktualisiert. Da gehen wir die Männchen und wieso habe ich jetzt schon wieder gesucht, Leiste? Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse die Art und Weise, dass gesucht werden in diesem Spiel. Und stopp. So, den Typen da unten. Hi. Hallo, du sollst ausweichen, Mann. Komm schon. Der Teufel will dir Hallo sagen. Wieso sollte der Teufel mir Hallo sagen? Was will ich denn von Lucifer? Der würde mir höchstens helfen, mit euch fertig zu werden. Hallo. Meine Fresse, ey. Ezio. Hallo, wieso überlebt denn jetzt zwei scheiß Kugeln? Ach, verdammte Axt, ey. Hier los, greifen. So, wir rennen kurz weg. Meine Fresse, jetzt habe ich schon zwei Kugeln, nein, ich verschwende jetzt. Zack. Die dritte geht jetzt. Hi. Sterbt, ihr Arschgeigen. Ich gehe jetzt auf Arschgeigenjagd. Ich wollte den Part zwar eigentlich wenden, aber jetzt sterbt endlich, ihr Arschkrampfgeigen. Hey, kein Haus überzuschlagen. Du gehörst mir!
Ich muss von hier. Buonasera. Lasst mich in Ruhe.